Der modernisierte strategische Bomber vom Typ Tu-160M, der Weiße Schwan, aufgrund seines weißen Anstrichs bezeichnet, hob Ende Dezember zu einem Erstflug ab. Es ist ein wichtiges Ereignis, weil es symbolisch demonstriert, dass die Russen dazu fähig sind, ein einzigartiges Projekt aus der Vergangenheit nicht nur zu retten, sondern zur nächsten Stufe aufzusteigen. Der strategische Nuklearbomber Tupolev Tu-160 stammt eigentlich aus der Zeit des Kalten Kriegs. Seine Produktion wurde aber nach dem Zusammenbruch der UdSSR eingestellt. Einige von fast neuen Maschinen sind in der Ukraine geblieben und sie waren dort entsprechend dem Wunsch der Amerikaner zerstört. Es ist jedoch Russland gelungen, 8 weiße Schwäne zurückzukaufen und sie in sein Hoheitsgebiet zu bringen. Insgesamt waren es 15 Flugzeuge, die aber alle einem langsamen Tod geweiht waren. Es scheint unmöglich, ihre Produktion wieder aufzunehmen, da die einzigartige Titanschweißanlage in Kasan geschlossen wurde und die Fachkräfte dazu fehlten. Aber vor allem anderen Dingen, es fehlten die technische Dokumentation des NK-32 Motors. Sie war verschwunden. Um jeden Preis aber wollte der Staat dem Projekt ein neues Leben einhauchen. Das Kasaner Flugzeugwerk wurde modernisiert. Die weltweit größte Anlage, wo Titan mittels Elektronenstrahl geschweißt wird, ist jetzt wieder in Betrieb. In der militärischen Luftfahrt ist der Bau eines Flugzeugs ohne Titanlegierungen nicht möglich. Aber es wurde möglich, die Produktionskette wiederherzustellen und Dutzende von verschiedenen Unternehmen ins Projekt einzubeziehen. Der neu gebaute Tupolev Tu-160M ist der beste Beweis dafür, dass die Sache gut geklappt hat. Den allerersten Testflug absolvierte die modernisierte Maschine am 2. Februar 2020. Seitdem wurden alle in Russland eingesetzten weißen Schwäne Schritt um Schritt neu aufgerüstet. Den russischen Ingenieuren ist es gelungen, das scheinbar Unmögliche zu schaffen, nämlich die Produktion der Triebwerke NK-32 wiederherzustellen und sie nach den neuesten Erkenntnissen umzubauen. Das Kuznetsov-Werk hat eine große Arbeit am Motor geleistet. 2 Prüfstände für Gasturbinenmotoren rekonstruiert, neue Lagerhallen gebaut, Metallurgie- und Bearbeitungswerkstätten modernisiert. Was am wichtigsten ist, das Unternehmen hat seine Plattformtechnologien etabliert, wo es sich um überdimensionale Feingusssysteme für Magnesium und Titan handelt. Diese Voraussetzungen machten nicht nur die Wiederaufnahme der Produktion des alten Triebwerks NK-32, sondern auch die modernisierte Neuauflage möglich. Die Umstellung auf neue Werkstoffe gewährleistete dem Triebwerk NK-32-02 10% Treibstoffeinsparung bei gleichem Gewicht. Die Flugreichweite des strategischen Bombers erhöhte sich damit um fast 1000 Kilometer. Die neuen Triebwerke werden in der modernisierten Version der Maschine eingesetzt. Das ist allerdings noch nicht das Ende der Geschichte. Im November hat das Werk 3 neue hochmoderne Werkhallen in Betrieb genommen. Damit wird die Produktion von Komponenten für die NK-32-02 Triebwerke verdoppelt. Neu entwickelt wird in erster Linie die gesamte Ausrüstung, darunter Langstreckenflugzeugkomplex PAK-DA. Der völlig überarbeitete Motor wird unter dem Codenamen Product of the Russian Federation entwickelt. Vor kurzem wurde bekannt, dass etliche Prototypen des neuen Motors bereits ihre Prüfstandstests absolviert und die zu erzielenden Eigenschaften vorgewiesen haben. Der legendäre Weiße Schwan steigt wieder in den Himmel und beherrscht den Luftraum.